Hallo, ich melde mich hier gerade aus meiner Noch-Theaterwohnung aus Innsbruck. Noch-Theaterwohnung deswegen, weil ich wie die meisten Künstlerinnen und Künstler gerade wieder meine ganzen Sachen zusammenpacke und ins Heimatland zurückreise. Die Gründe sind völlig klar: Corona. Und die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, sind auch absolut sinnvoll. Also wascht eure Hände, praktiziert Social Distancing und ja, bleibt, sobald ihr könnt oder soweit ihr könnt, zu Hause. Und ja, was soll ich sagen? Trotzdem, dass alles sinnvoll ist, ist es wirklich eine schwierige Zeit für uns alle. Und ich muss auch sagen, es fühlt sich total komisch an, ein Projekt, also bei uns war es die Oper Der Leuchtturm von Peter Maxwell Davis, einfach mitten in den Proben zu verlassen und unverrichteter Dinge nach Hause zu fahren. Und um diesem Gefühl der Machtlosigkeit entgegenzustehen, dachte ich, okay, was mache ich? Ich mache jetzt mein eigenes Projekt und ich dachte mir, ich mache jetzt keimfreie Kunst. Und zwar möchte ich jeden Tag ein kleines Stück Kultur oder Kunst mit euch teilen. Das kann sein Literatur, Theater, Musik, um im Austausch zu bleiben, um dieses Live-Erlebnis, Kunst oder auch einen Museumsbesuch nicht völlig abreißen zu lassen, versuche ich jetzt im kleinen Rahmen jeden Tag ein bisschen Kultur in euer Wohnzimmer zu bringen. Und natürlich ist das nicht das gleiche wie das Live-Erlebnis. Und es gibt auch viele Angebote von der Wiener Staatsoper oder auch von diversen Museen in Berlin, die virtuelle Touren anbieten oder die ihre Archive öffnen. Und das können wir jetzt alles wahrnehmen. Und ich möchte gerne meinen Beitrag leisten. Und ich möchte mich vor allem auch ein bisschen intensiver mit Kunst beschäftigen und neue Künstler und Künstlerinnen kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen oder die ein oder andere in meinem Umfeld, die mich dabei unterstützen möchten, keimfreie Kunst zu machen und hinaus in die Welt zu schicken und auch so ein bisschen, ja, positive Energie da draußen zu verteilen. Ich wollte heute gerne mit der Lyrik beginnen und ich habe drei Gedichte ausgesucht, die auch im Themenbereich sozusagen liegen. Und zwar eins von Friedrich Schiller, eins von Christian Morgenstern und eins von Erich Kästner. Ich fange mit dem grausigsten an, dem von Friedrich Schiller. Es heißt Die Pest und trägt den schönen Untertitel Eine Fantasie. Grässlich preisen Gottes Kraft, Pestilenzen, würgende Seuchen, die mit der grausen Bruderschaft durchs öde Tal der Grabnacht schleichen. Bang ergreift's das klopfende Herz, gichtrisch zuckt die starre Sehne, grässlich lacht der Wahnsinn in das Angstgestöhne, in heulende Triller ergäust sich der Schmerz. Raserei wälzt tobend sich im Bette, giftger Nebel wallt um ausgestorbene Städte, Menschen. Hager, hohl und bleich wimmeln in das finstre Reich. Brütend liegt der Tod auf dumpfen Lüften, häuft sich Schätze in gestopften Grüften. Pestilenz, sein Jubelfest. Leichenschweigen, Kirchhofstille, wechseln mit dem Lustgebrülle, schröcklich preiset Gott die Pest. Das war das Gedicht von Friedrich Schiller. Und wenn man das so hört, denkt man sich, gut, dass wir nur Corona haben und nicht die Pest. Also zumindest ist Corona nur für einen relativ geringen Bevölkerungsanteil wirklich gefährlich. Aber nichtsdestotrotz, diesen geringen Bevölkerungsanteil möchten wir schützen. Deswegen nochmal, bleibt zu Hause und ja, wascht eure Hände. Ich kann es nicht oft genug sagen. Bevor ich mich jetzt aber hier in Lehrstunden verliere, komme ich lieber gleich zum nächsten Gedicht. Und das ist auch etwas heiterer. Ich habe aus der lyrischen Hausapotheke von Erich Kästner, die wir uns jetzt alle zu Gemüte führen sollten, die hat quasi für alle Lebenslagen das richtige Gedicht. Da habe ich ein Gedicht ausgesucht, das mich sehr an meine Situation gerade erinnert hat. Denn hier in Innsbruck, also es ist Samstag gerade, sind heute zum letzten Mal alle Geschäfte offen, also zum letzten Mal in der Corona-Epidemie-Zeit. Ab Montag sind nur noch die Lebensmittelgeschäfte und Apotheken geöffnet und in sehr eingeschränkter Form auch die Bars. Und heute konnte man noch einkaufen, trotzdem haben sich die Leute sehr zurückgehalten, es war sehr ruhig. Und
bei aller Schrecklichkeit der Situation glaube ich, dass uns diese Entschleunigung eigentlich auch ganz gut tut. Und an diese ruhige Stadt hat mich dieses Gedicht erinnert. Es heißt auch Kleine Stadt am Sonntagmorgen. Das Wetter ist recht gut geraten. Der Kirchturm träumt vom lieben Gott. Die Stadt riecht ganz und gar nach Braten und auch ein bisschen nach Kompott. Am Sonntag darf man lange schlafen. Die Gassen sind so gut wie leer. Zwei alte Tanten, die sich trafen, bestreiten rüstig den Verkehr. Sie führen wieder mal die alten Gespräche, denn das hält gesund. Die Fenster gähnen sanft und halten sich die Gardinen vor den Mund. Der neue Herr Provisor lauert auf sein gestärktes Oberhemd. Er flucht, weil es so lange dauert. Man merkt daran, er ist hier fremd. Er will den Gottesdienst besuchen, denn das erheischt die Tradition. Die Stadt ist klein, man soll nicht fluchen. Pauline bringt das Hemd ja schon. Die Stunden machen kleine Schritte und heben ihre Füße kaum. Die Langeweile macht Visite. Die Tanten flüstern über Dritte und drüben, auf des Marktes Mitte, schnarcht leise der Kastanienbaum. Das war Erich Kästner. Ich komme zum dritten und letzten Gedicht von einem Dichter, den ich sehr, sehr schätze. Er heißt Christian Morgenstern und dieses Gedicht heißt Die Probe. Und da wir jetzt im Moment alle nicht proben dürfen, fand ich das ganz passend, auch wenn der Inhalt eigentlich etwas ganz anderes erzählt. Die Probe von Christian Morgenstern. Zu einem seltsamen Versuch erstand ich mir ein Nadelbuch und zu dem Buch ein altes, zwar doch äußerst kühnes Dromedar. Ein Reicher auch daneben stand, 2 Säcke Gold in jeder Hand. Der Reiche ging alsdann herfür und klopfte an die Himmelstür. Drauf Petrus sprach: Geschrieben steht, dass ein Kamel weit eher geht durchs Nadelöhr als du, du Heid, durch diese Türe groß und breit. Ich aber, glaubend fest an Gottes Wort, ermunterte das Tier sofort und ihm zeigend hinterm Nadelöhr ein Zuckerhörnchen aus Douceur. Und in der Tat, das Vieh ging durch, ob zwar sich quetschend wie ein Lurch. Der Reiche aber sah ganz stier und sagte nichts als wehe mir. Ja, das war Christian Morgenstern. Und ich verabschiede mich für heute und würde euch sehr gerne auch in den nächsten Tagen mit ein paar kleinen Kunst- und Kulturstücken beehren. So lange, wie dieser Wahnsinn anhält, wie wir nicht ins Theater und ins Museum gehen können und oder nicht ins Kino gehen können und solange, bis mich die Lust verlässt. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. In diesem Sinne, bis morgen und bleibt keimfrei. Tschüss!